Sie wollen, dass Technologie zum Nutzen aller eingesetzt wird, nicht zur Massenüberwachung. Wir kämpfen für ein Grundeinkommen, für ein Leben in Würde und Teilhabe, einen umlagefinanzierten Nahverkehr und ein modernes, bezahlbares und besseres Gesundheitssystem für evidenzbasierte Corona-Politik. Wir wollen ein Nordrhein-Westfalen, in dem man sich hilft, wenn Hilfe gebraucht wird. Wir wollen kostenlose, lebenslange Bildung von der frühkindlichen Erziehung bis ins hohe Alter. Wir wollen, dass auch die Jugend mitbestimmen kann, denn es geht um ihre Zukunft. Ein Land der Innovationen und der Kreativität, kein Zurück in die Kohlezeit. Wir kämpfen gegen den Klimawandel und für bezahlbare und gemeinschaftlich erzeugte Energie für alle. Piraten. Zukunft mitdenken.
Dann herzlich willkommen zur 33. Vorstandssitzung des Landesvorstands der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen heute am 17. November. Wir beginnen wegen einer Vorveranstaltung mit etwas Verspätung heute um 20.36 Uhr. Aber ich bin die Vako und werde die Sitzung leiten. Protokoll macht der liebe Elder. Anwesend sind der Daniel, der Obereichwald, die Tatjana, die Vako und die San. Entschuldigt hat sich der Balli für heute. Aber wir sind beschussfähig. Der Wilk hatte eine Datenschutzschulung gegeben, kommt wahrscheinlich etwas später noch rein. Wir hätten dann als erstes das Protokoll der vergangenen Sitzung schließen. Keine Einwände. Das ist irgendwie aus dem Protokoll verschwunden, dieser Punkt. Ah ne, sorry, mein Fehler. Okay, Protokoll einstimmig, beschlossen, super. Dann haben wir als nächstes die Berichte des Landesvorstands. Der Weg ist noch nicht da. Dann mache ich direkt mal weiter. Bei mir war nicht so der viel. Weg ist da. Der Weg ist da. Hallo, Weg. Ja, hallo. Oh, du schepperst aber ordentlich. Ja. Magst du trotzdem deinen Bericht abgeben? Nein, die Internetverbindung ist nicht gut genug. Ich arbeite erstmal dran. Gib mir erstmal weiter. Okay, aber das hört sich auch wirklich sehr schlimm an. Gut, ja. Schulung zum Glück nicht so. Tagen. Ich hatte die Einladung für die Datenschutzschulung fertig gemacht und verblockt und so weiter. Wir hatten eine Sitzung, AGÜA, auch ein bisschen mit Blogbeiträgen zu tun, ja, ein paar Tick, kleinen Kram, das war's schon. Gut, dann wäre Eichwald als nächstes an. Hallo, ich habe ein bisschen AGÜA gemacht, einen Beitrag unter anderem verfasst. Ich war in der Team PolGF-Sitzung. Ich glaube, ich war bei der AGÖA-Sitzung, ich habe schon wieder vergessen. Ich werde alt. Ansonsten dies und das in Telegram ein bisschen hin und her geschrieben, Koordination, E-Mails verschickt und auch E-Mails verfasst hinsichtlich alle Dörfer Bladen und Lützerath. Das war's. Danke dir. Dann hat den Daniel als nächstes. Ja, ein ganz kleines bisschen Ticket und Mitgliederdaten verschickt und ein bisschen Technik koordiniert. Danke dir, Tatjana. Ja, bei mir auch Tickets und halt Mitgliederverwaltung weiter etwas die Tickets gelichtet. Dankeschön. Und die Sanne? Ja, ich habe halt die übliche Social-Media-Arbeit gemacht, war auch bei der AGÖA-Sitzung und habe AGÖA-Arbeit gemacht und habe Tickets geschubst. Bei der Social-Media-Arbeit möchte ich gerne mitteilen, dass wir jetzt also auch auf Fendiger einen Account haben, die Piraten NRW, und ich mich da gerade so ein bisschen zurechtwusle und außerdem noch einiges zu tun hat mit der Boykott-Katar-Sache.
Das war's von mir. Danke, Sam. Gibt es Fragen oder Anmerkungen? Okay. Weg ist jetzt nochmal neu im Ambel. Mach mal Sprachprobe. Test 1, 2, 3. Ja, ist ein bisschen besser. Magst du dann noch deinen Bericht abgeben? Ja, Entschuldigung, ich sitze nicht auf der Leitung. Alles soweit in Ordnung hier, aber manchmal ist das Netz einfach schlecht. Ja, also wir haben, oder ich habe halt eben diese Datenschutzschulung vorbereitet, die wir heute Abend hatten, und habe dann auch an dem Boykott Dakar etwas mitgewirkt. Da gibt es ja so eine Community, die jetzt also gerade auch eine Demonstration vorbereiten, und ja, wir haben dann auch verschiedene Sharepacks und so darüber gesprochen. Das war das, was ich in den letzten 14 Tagen gemacht habe. Danke. Danke dir. Okay, dann machen wir weiter mit den Berichten Statistik. Mitglieder, Eintrag ist hier vom 11.8. Tatjana, gibt es da was? Hast du da neue Infos? Leider noch nicht. Oder bei dir, Daniel, vielleicht? Nein. Okay. Ja, die Konten sind auch Stand vom letzten Mal. Ich lese sie trotzdem nochmal vor. In der Barkasse haben 146,61 Euro. GLS Girokonto 13.401,46 Euro. Zinsertragskonto unverändert 29,99 Euro. Dann haben wir die Sparkasse Mülheim, das Girokonto mit 11.742,78 Euro. Stadtsparkasse Düsseldorf, Girokonto 52.153,67 Euro, und das Renditenkonto bei 188.197,50 Euro. Wenn es keine Fragen oder Anmerkungen gibt, dann würde ich direkt weitermachen. Im Protokoll findet ihr noch den Link zu den VKV-Kontoständen. Die sind von Ende August, aber da tut sich auch momentan nichts. Dann hätten wir als nächstes die Termine, und zwar am 19.11. die Kreismitgliederversammlung in Hagen um 12.30 Uhr. Da ist auch ein Link ins Wiki im Protokoll. Dann haben wir am 7.12. von 10 bis 15 Uhr Online-Konferenz für eine Weltakteurinnen und Interessierte, Bits und Bäume NRW. Auch hier ein, wo man sich schlau machen kann und auch anmelden kann. Und dann haben wir hier schon stehen den Landesparteitag 23.1, und zwar am 22. und 23. April nächsten Jahres in Bielefeld. Auch hier gibt es schon eine Wiki-Seite, und kurzer Hinweis von mir, dass wir auf diesem Landesparteitag so einen neuen Vorstand als auch ein Schiedsgericht wählen werden. Wer sich also da bewerben möchte, kann sich gerne im Wiki austoben. Okay, Anträge an den Landesvorstand hatten wir hier keine. Umlaufbeschlüsse hatten wir auch keine. Dann wären wir schon bei aktuell aus den Kommunen NRW. Gibt es hier irgendjemanden, der berichten möchte? Das ist nicht der Fall. Dann sind wir bei sonstigem Wichtigem. Außenstelle der Landesgeschäftsstelle. Das steht dann noch beim letzten Mal. Da haben wir auch einen Bericht kommen vom Obereichwald. Gibt es was Neues, was du uns noch mitteilen möchtest? Der Marc sitzt da mit alle Dörfer bleiben im Plenum, und die schauen, dass wir auch irgendwie. Also es ist wohl eine Mahnwache in Holzweiler geplant, im Nachbarkaff. Und das
da gibt es wohl dann bald eine Mahnwache, in die wir mit involviert werden. Also das läuft nicht unter Piratenfahne, um Gottes Willen, aber dass wir halt Infos mitbekommen und dass wir uns da irgendwie auch einklinken können, die unterstützen dürfen, ganz offiziell, dass wir gewollt sind, halt nur nicht so groß unter Parteifahne. Der sitzt da im Plenum, wie gesagt, die meisten Aktionen laufen nicht mehr über NRW, sondern jetzt nur noch über den Bundesverband. Das hatte ich dir aber vorhin ja auch schon erklärt, NRW kriegt aber alle Infos und hat ein Rede- und Vetorecht bei allen Entscheidungen vom Bund. Danke dir. Gibt es dazu Fragen oder Anmerkungen? Gut, dann mache ich weiter. Und zwar haben wir ein Ticket bekommen. Nummer ist 96398, Bedarfsermittlung SG-Aufzeichnungen. Das ist eine E-Mail-Anfrage von unserem Bundescan-Sec. Und zwar geht es darum, dass es wohl eine Plattform geben soll, wo alle Aufnahmen der Vorstandssitzungen gesammelt werden sollen. Und zwar unter dem Link aufzeichnungen.piratenpartei.de. Und die Frage ist eigentlich an uns, ob wir eine zentrale Veröffentlichung von Aufzeichnungen wünschen. Wenn ja, in welchem Format und ob wir dazu Unterstützung benötigen. Ja, das stelle ich jetzt mal so zur Diskussion in den Raum. Im Prinzip wäre dann, also ich sag mal, grundsätzlich finde ich es nicht schlecht. Da sind auch die Aufnahmen von den BUFO-Sitzungen ja schon zu finden. Wir machen das ja mit dem Kränis, machen wir das ja im Prinzip selber auch schon. Die Frage ist jetzt, ob man das dann doppelt machen möchte oder nicht. Bei dem Anliegen, das dem Ganzen zugrunde liegt, geht es halt darum, dass eben speziell Landesverbänden oder eben AGs oder so, die selbst nicht aufzeichnen können oder da aus irgendwelchen Gründen Probleme haben, dass da jemand das eventuell dann übernimmt, der hat die technische Ausstattung dafür. Es war aber in erster Linie eben angedacht für diejenigen, die da selber Probleme haben, die ich persönlich bei uns ja eigentlich jetzt nicht sehe, denn wir haben das Krähennest ja. Ich sag mal, es wäre vielleicht etwas praktischer, wenn man dann unter aufnahmen.piratenpartei.de vielleicht einfach auf das Krähennest verlinkt, wo wir unsere ja sowieso schon veröffentlichen. Das wäre zum Beispiel etwas, was man andenken kann. Wie gesagt, zum Ersten, also jetzt dieser, das, was der Tastenredner da rausgeschickt hat, war eben, um zu gucken, ob für den Antrag, der da eben erstellt worden ist, dass man, ob man solche Hilfe braucht, dass man eben erstmal rausfinden möchte, brauchen irgendwelche LVen das überhaupt? Und wenn ja, was brauchen die genau? Also, wenn ich das richtig verstehe, dann sollten wir da vielleicht Ihnen kurz Bescheid geben, dass wir halt aufzeichnen und das im Krähennest öffentlichen. Und dass es halt gut wäre, wenn dann tatsächlich alle anderen auf aufzeichnungen.piratenpartei.de sind, dann entweder ein Link von uns ins Krähennest da gemacht werden kann, oder halt, wenn das nicht geht, müssen wir schauen, dass wir die Aufzeichnungen dann halt irgendjemandem zuschicken. Weiß nicht, wie das gedacht ist mit dieser Plattform, ob dann da einer die ganzen Sachen hochstellt oder ob man dafür dann ein Sign-in bekommt und das selber machen kann. Das geht ja alles aus der Mail noch nicht hervor. Als Anregung kann ich dir sagen, der Lanker, der den Antrag gestellt hat, der gesagt hat, ja, so eine SG-Gruppe wäre doch nicht schlecht. Der ist unten im Zuhörerraum. Den könnt ihr ja gern fragen, wie er sich das gedacht hat.
Ja, Danke, wenn du in den Sprechenraum kommen möchtest, gerne. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mehr dazu sagen. Hallo. Wir hören jetzt nichts, Danke. Okay, jetzt kann natürlich sein, dass er auch irgendwelche technischen Probleme hat. Ja, wie wollen wir da weitermachen? Sollen wir so antworten, wir veröffentlichen eigentlich, wenn dann alles da auf einer Plattform gesammelt werden soll, dann? Also rein technisch wäre es ansonsten auch möglich, dass, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es, glaube ich, ein WordPress, was da, glaube ich, beim Bund benutzt wird. Und rein technisch wäre es, glaube ich, möglich, dass die quasi unseren Feed abonnieren und die dann da automatisch quasi in einer Kategorie für uns landen könnten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also ja, ich würde sagen, wir antworten quasi, finden wir gut, wir machen es schon, aber wir würden jetzt halt nicht unbedingt doppelt hochladen wollen. Ja, genau. Okay. Ja, wer mag das übernehmen mit der Antwort? Wenn der Daniel mir das nachher nochmal genau sagt, kann ich das gerne übernehmen. Aber die Formulierung war schon sehr hübsch. Kann ich machen, ja. Dankeschön. Okay. Vielen Dank. Gibt es denn sonst noch was Sonstiges Wichtiges? Wir wären nämlich sonst schon wieder fast am Ende unserer Vorstandssitzung. Bin ich jetzt zu verstehen? Ja. Wundervoll. Technik, die begeistert. Hast du uns denn zugehört? Also zum Können vielmehr. Ja, hören konnte ich alles. Und ja, mir war dummerweise ein falsches Mikro ja, irgendwie eingestellt. Das existiert aber nur auf der Arbeit. Okay, also wir haben uns ja jetzt darauf geeinigt, wie wir dann erstmal diese E-Mail beantworten. Wir wollen uns natürlich selbst relativ wenig Arbeit machen und wir haben ja das Krähennest, wo wir unsere Aufzeichnungen hochladen. Da müssen wir halt gucken, dass wir da irgendwie eine technische Lösung finden, weil es natürlich schön wäre, wenn alle Aufzeichnungen dort zu finden sind, dass man uns da auch findet. Ja, die Idee dahinter ist halt, dass es quasi einen Upload-Ordner in der Cloud gibt, wo die Verbände, die selber aufnehmen können, einfach ihre Version reinschmeißen können und die wird dann zeitnah veröffentlicht. Und die Verbände, die es aus irgendwelchen Gründen nicht können, weil sie zum Beispiel ein Jitsi benutzen, bei dem Aufzeichnungen so nicht vorgesehen sind, da würde die SG ja, unterstützend tätig werden und würde das dann in Audio aufzeichnen. Wir haben auch schon Cloud-Ordner, wo wir Aufnahmen drin liegen haben. Den könnte man sonst auch per Federated Sharing mit der Bundesinstanz teilen. Siehst du, also das sollte alles überhaupt kein Problem sein. Wie gesagt, es war eine Idee, das für alle Verbände zu öffnen, weil es halt nach wie vor Verbände gibt, die aus irgendwelchen Gründen technisch dazu noch nicht in der Lage sind. Gut, danke dir für die Info. Wenn jetzt nicht noch jemand in den Sprechenraum springt zu sonstigen Wichtigen, dann kann ich schon mal verkünden, dass wir noch einen NPÖ-Teil haben jetzt hier im Anschluss. Und beende dann die Vorstandssitzung.
Der nächste Termin ist der 1. Dezember, wieder ein Donnerstag, in 14 Tagen um 20.30 Uhr an gleicher Stelle. Und ja, Sitzungsende für heute 20.55 Uhr. Vielen Dank. Danke. Danke euch. Danke, Elda. Danke und schönen Abend noch. Wir wollen, dass Technologie zum Nutzen aller eingesetzt wird, nicht zur Massenüberwachung. Wir kämpfen für ein Grundeinkommen, für ein Leben in Würde und Teilhabe, einen umlagefinanzierten Nahverkehr und ein modernes, bezahlbares und besseres Gesundheitssystem für evidenzbasierte Corona-Politik. Wir wollen ein Nordrhein-Westfalen, in dem man sich hilft, wenn Hilfe gebraucht wird. Wir wollen kostenlose, lebenslange Bildung von der frühkindlichen Erziehung bis ins hohe Alter. Wir wollen, dass auch die Jugend mitbestimmen kann, denn es geht um ihre Zukunft. Ein Land der Innovationen und der Kreativität, kein Zurück in die Kohlezeit. Wir kämpfen gegen den Klimawandel und für bezahlbare und gemeinschaftlich erzeugte Energie für alle. Piraten. Zukunft mitdenken.